Ein Gott zum Gruß, ihr lieben Menschen da draußen. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit und ein schönes Julfest. Bismarck soll mal gesagt haben zu seiner Lebenszeit: Wenn die Deutschen sich einig wären, dann jagen sie den Teufel aus der Hölle. Was hier los ist, wisst ihr ja aktuell. Und so wollen wir doch einig werden als Deutsche, die wir sind. Denn hier in dem Namen Deutsch steckt der Name Gottes schon drin. Deus. Das scheint aber auch einer der Gründe zu sein, dass diejenigen, die es tatsächlich sind, es nicht wissen, wer sie denn wirklich sind. Aber das, liebe Freunde, ist eine andere Geschichte. Ich wünsche euch wirklich eine besinnliche Zeit. Bleibt in der Mitte, hört auf euer Herz- und Bauchgefühl und raus aus der Angst, rein in die Liebe. Denn dann kommen wir in die Schöpferkraft, denn wir sind die, auf die wir schon lange gewartet haben. Denn wir werden am Ende die Veränderung sein, die wir uns für unsere Kinder wünschen. Für ein Leben in Freiheit, in Frieden und Souveränität. In Liebe, Heil und Segen, euer Thorsten und das gesamte Zensur-Nein-Danke-Team. Frohe Weihnachten!